weil die Bombenmission ist, keine Ahnung, was weiß ich denn. Ich weiß nur, dass mein tolles, übertriebenes Wetter als Halo-Radar nicht wirkt. Ich hätte jetzt gedacht, dass Gegner in der Nähe angezeigt werden, aber nein. Das ist auch cool. Wie soll ich denn da so schnell wieder zurückkommen? Yay, Headshot verfehlt. Ausnahmsweise mal, ich habe einen Kill gemacht. Ah, da ist die Wine. Irgendwie ist bei mir gerade kaputt. Da campt wieder einer um die Ecke. Geht in Deckung! Ich kann mich irgendwie nicht mehr bewegen. Tja, Jens, das ist natürlich schlecht. Autsch, er campt da immer noch. Ja. Der Typ campte da eh schon, dass er da Suicide begangen hat. Verbrechen. Die haben sich gerade gegenseitig getötet, die Sniper, auch sehr toll. Boom! Ja, ja, immerhin, das ist, finde ich, gut, dass Kugeln weiterfliegen, weil nichts regt mehr aus als Spiele, wo Kugeln einfach verschwinden, wenn man stirbt. Wie viele Leute leben von euch noch? Zwei. Von euch auch zwei. Und darunter bist du und Berg 781907. Tot. Und du bist an eurem Spawn. Ja, ich kann mich bewegen, wie schon gesagt. Aber die Bombe wurde platziert. Und der Hans-Dieter muss ja auf der Map rumturnen. Ja, und fällt dann sogar noch runter. Und kriegt Damage. Richtig. Intelligenz. Und dann tötet er den Typen gar nicht mal. Die Bombe rastet gerade aus. Die tickt gerade aus. Sieg für das rote Team. Bereit? Los geht's! Los geht's! Ich kann mich schwer nicht bewegen. Tja, Jens. Dann weiß ich ja, wo ich dich finden will. Eins, ich sehe dich da durch die Luftbank. Geht in Deckung! Irgendwie musste ich jetzt gerade als Radar eingesetzt haben und Star Trade Alarm denken. Ich weiß nicht wieso. Und frag jetzt nicht, was Trade Alarm ist. Die Game kennt. Ja, genau, Jens, hack mal weiter, hack mal weiter. Du blinkender Idiot! Hör auf zu blinken! Und jetzt knapp dich nicht da oben in der Luft. Scheiß Hacker! Scheiß Hacker! Ey, du machst doch nicht mal was! Scheiß Hacker! Kick Jens! Hey, das kann ich sogar. Ich hab doch nichts gemacht! Du bist ein Scheiß Hacker! Ich hab's auf Video. Ich wollte dich bewegen. Gar nicht! Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr bewegen, keine Ahnung, was da los ist. Ja, von E-Lock hat der Junge auch noch nie was gehört. Du fliegst da gerade hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter. Das ist extrem witzig anzusehen. Ich werde das ja am Ende der ersten Aufnahme sehen. Bei mir kann ich mich nur im Kreis drehen und schießen. Ja, nicht. Nee. Ja, ich dreh gleich auch mal im Kreis und schieße dann. Los geht's! Wieder! Mann, no! Marcel, kommst du wieder vorbei? Aber jetzt weiß ich ja, wie ich dich töten kann. Kommst du von oben? Bitte. Nee. In die falsche Richtung. Ah, scheiße. Habe ich dir Schaden gemacht oder geht das gar nicht? Nee, mir kannst du keinen Schaden machen, aber da ist ein Sniper-Camper. Yeah! Er rettet mich. Was zum... Man kann ihn noch nicht mal richtig sehen und seine Hand ist eindeutig hinter dem Block und er kann einen da töten. Das finde ich echt toll. Ja, die Sniper sollten sie eindeutig nochmal überarbeiten. Richtig, und vor allem wenn man zoomt, weil ich glaube, man sieht nicht mal, wenn man zoomt. Weil sonst wäre das irgendwie komisch. So im Sinne von, man sieht überhaupt nicht, ob er einen überhaupt treffen kann, weil eigentlich er sowieso irgendwo hinschießen kann. Mit Zoom offensichtlich. Oder es gibt wirklich jemanden, der auch durch Wände schießen kann, was ich nicht denke.
Weil eigentlich Aimbots nicht dazu da sind, um durch irgendwas durchzuschießen. Was? Oh, buh! Ja, die Bombe wurde entschärft. Jetzt klimpert sie da rum. Klimper. Jens, ich. Jenso, remember me. Wer ist Jenso? Ja, Jenso. Jenso ist auch ein Typ, der hier ist. Jenso ist Jenso. Ich will laufen mit bewegen. Jenso ist der 12-2-5-Typ auf im Red Team. Ey, yeah, ich habe keine Mainhand-Waffe mehr. Also ja, jetzt zumindest nicht sichtbar und ich kann mich auch nicht bewegen. Der snipt da die ganze Zeit rum. Hast du das jetzt auch bei dir oder was ist er? Nur dass ich halt wie gesagt keine Mainhand-Waffe mehr sehe und ich mich nicht bewegen kann. Das ist bei mir das gleiche Problem. Bling, bling, bling. Ich gehe lieber nicht zu dem einzelnen Herz an eurem Spawn, Red. Ich glaube nämlich, dass es ein gewisser durch die Gegend wagender Typ. Nein. Es ist nur erstaunlich, dass es bei mir gerade nicht so rumbackt. Und normal verbackt es bei mir nur. Connody! Wenn es nächste Runde immer noch verbackt ist, dann muss ich wohl reloggen. Genauso wie Jens. Was geht mit dieser Sniper ab? Ich fasse es nicht. Nö, ich lasse das Game auf jeden Fall noch so schön durchlaufen und gewinnen, ne? Ist sowieso zu Ende. Nein. Doch, nach dieser Runde. Los geht's. Nee, zwei noch. Und noch zwei Siege hier. Doch. Boah, noch zwei Siege. Und es hat so keinen Sinn. Spiel. Nein, nicht spielen in der Hauptmenü. Na, dann liebe ich am besten auch mal, würde ich denken. Nee, du tust auch so, bitte. Und wir spielen in Raum 28. Okay, ich muss aber auf Deutsch umstellen vorher, damit ich mich auch Schrott machen kann. Und ich wurde gekickt, das ist voll nett. Und ich werde jetzt die Stimme auf Türkisch stellen. Was? Auf Türkisch. Aha, M-E-D, Moment. Ach. Das würde auch nur mit einem A geschrieben werden. Ja. Wo sollen wir jetzt reingehen in welchen Raum? Das Pirate, Raum 28. Raum 8. Ach, das. Come in. Okay, come on in. Warum come on in? So, ich bin auf dem das Gelb. Das ist voll. Blau ist das. Diese Gelb. Seid mal ruhig, sonst versteht man die Stimmen nicht. Nein, ich bin nicht Red. Ich will aber keine Ratte sein. Du miese Ratte, du. Aua. War komisch. Die Aiden erinnert mich voll an. Wie, ihr weißt, diese Map als SS, die Schifffighten, weißt du? Die MG-Map. Nur, dass die MG-Map cooler ist, weil es dort Kanonen gibt, wo man die Schiffe versenken kann. Oh, schon wieder nur Sniper. Oh mein Gott! Ich muss sagen, Leute, die Spongebob-Lava ist toll. Weil allein das Spongebob-Lava, wenn man getötet wird. Ja, yeah, es ist doch Fun im MG rumzusitzen und zu schießen. Arschloch! Was denn? Da gehe ich jetzt auch in den Keller, wenn ich das finde. Ich hab keine Leiche. Muss ich hier alle umsonst gehen? Nein, es will gar keiner. Draufhalten! Ich glaub noch. Okay, das MG ist scheiße. Triple Kill! So, jetzt süß ich mal ein Medipack. Lol, direkt 100 Life. Oh, lol. Na, ich bin tot, da oben. Oh mein Gott. Sniper. Jonske. Oh, da drüben kommt einer an. Und auf der Seite. Oh mein Gott. Das ist doch schlimm. Da hat er dieselbe Waffe. Sehr, sehr viele. Sicher, das war nicht die gleiche. Nein, wenn er dieselbe, wenn er dieselbe hätte, dann hätte er sie verhindert. Richtig, wir schießen wieder. Das wollte ich gerade sagen. Okay, dann hat er eben das Waffenmodell. So, jetzt kannst du nichts sagen. Hä? Was? Wie kann er mich denn bitte da absnipen?
keine Ahnung. Nein, aber er steht jetzt da drüber. Ach, man kann diese zerstören. Ach ja, immer diese Camper, ne? Ja, vor allem von allen Ecken. Hatte mehr. 5000 Camper. Ich kletter jetzt hier on the mast. In the crow's nest. Da kommt man gar nicht rein. Schlechter Mapper, gibt kein Krähennest, kein Ausguck, was auch immer. Ich schleich mich gerade mal unten da. Mach das, mach das. Mann, er geht auch weg. Oh, Mann. Oh. Ja. Steht er da vor mir mit dieser heftigen Kanone und will mich abballern. Hallo, ich würde die gern benutzen. Da bin ich durchs Wasser gefallen. Mit diesem Fisch. Was denn dafür? Ja, ich hab das DG 44, also nicht gerade gut für diese Map. Allgemein ist hier alles auf dem Sniper schlecht, weil einfach nur alle mit rumsnipen. Ja. Was? Jetzt los. Während wir diese Map spielen. Das ist interessant, ne? Okay, ich werde es nicht weiter auf Türkisch spielen. What you want cause your pirate is free. Mann. Nimmt keiner mit. Dann spiele ich es jetzt auf Französisch. Ich bin Retter, ey. Herzlichen Glückwunsch, ich wurde befördert. Yeah. Yeah. Hier ready sein. Auto-Team Balance. Jens, was ist das bitte für ein Clan? Keine Ahnung, ich bin eben aus dem drauf gekommen. Irgendein x-beliebiger Clan, wenn einfach mal beitritt. Ich wollte ja eigentlich. Wie war das jetzt? Der Clan ist kostenpflichtig, oder? Ja, 12.000 Punkte. Finde ich irgendwie unsozial. Ich meine, warum muss man Punkte für den Clan ausgeben? Ready! Wir sind fertig. Das ist eigentlich fast in jedem Spiel so. Naja, obwohl in Guild Wars ja, ist es nicht so, in Guild Wars 2. Ah, das hat mich allerdings erstaunt, dass man dafür kein Geld ausgeben muss. Ja, in Rollenspielen ist ja auch normal. Also ich kenne andere MMORPGs, wo man Gold für die Gilde zahlen muss. Boah, sag ich ja. Ich sag ja, in MMOs ist es ganz normal, dass es was kostet, aber ich muss ja nicht erlebt, dass Clans was kostet. Ah, wir spielen gegen Connor. Tun wir ja, schon die ganze Zeit? Die ganze Zeit schon? Doch. Hab ich mitbekommen. Stirb doch. Bitte hoch. Geht doch. Auf durchs Meer. Ja, genau. Ja, dann getötet. Sie haben nicht ernsthaft die Spawn Protection jetzt schon wieder verkürzt, aber irgendwie. Na, ich glaube, sie haben sie mal verkürzt, aber es ist trotzdem nicht besser, weil man jetzt zu viel gespawnt werden kann, weil es zu kurz ist. So, ich wurde gerecht. Bastard. Bist du wieder? Double Kill! Ich konnte nur auf die scheiß Eisenstange schießen, die war mir voll im Blickfeld. Nein! Warum? Warum? Bist du denn so ein Feind? Ja, irgendwie schon.
warum genau geht die Leiter vom Mast aus bis nach unter Deck? Das ist, finde ich, nicht gut. Nein. Wer auch immer diese Map gemacht hat, in einem Schiff gibt es niemals eine Leiter von oben bis unten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und es macht auch keinen Sinn, dass die Leiter mitten im Segel endet. Man kann auf einem Segel nicht stehen. Das ist korrekt. Es sei denn, das Segeltuch ist extrem stabil. Du hast mich getötet und ich höre diese SpongeBob-Lache. Das macht mir Angst. Ejo, wir... Deckung! Oh mein Gott! Ja, ich hab dich schon wieder. Dann lacht euch immer in die schöne SpongeBob-Lache. Das viel deprimiert. Ist es dann deprimierender oder nicht deprimierender? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Scheiße. Probiert es aus. Tatsache ist, ich bin schlecht. Ich habe einen Assist und 8 Deaths und keinen Kill. Sehr gut. Attention! Ja, ich spiel's gerade auf Französisch. Was? Jaha. Attention! Ich will Kills. Gottverdammte Kill. Autsch, autsch, autsch. Deckung. Attention! Hi Connor. Tschüss. Ja, lass mich doch wenigstens dein Teammate killen. Nope. Du bist voll asozial. Never. Sorry. Oh, meine Muni ist gleich leer. Hi, Connor. Ja, ich wurde. Ich hab's verstanden. Ich wurde geschnipt von Schleik. Ja, der hängt natürlich auf der anderen Seite. Muss man irgendwie mal räumen da. Attention! Jetzt wurde ich von R getötet. Was denkt sich R da? Oh, ich wollte nicht stehlen. Warum? Nicht mal das kriege ich anstellen, das nicht hin. Immerhin habe ich jetzt 2 Assists. Wow. Jetzt räume ich euer Schiff mal von hinten. Yeah! Die Leute sind alle verpackt! Jetzt kippt er auf einmal um, gönnen. Du auch verpackt, nicht die Leute. Die, ich hasse. Absolut ganz Herz. Ja. Aus tiefstem. Ja, auch so für den nächsten Film. Spätestens für den Server. Aber derzeit wichtig. Win! Ja, verloren. Attention! Okay, aber eindeutig ist die SpongeBob-Stimme immer noch die beste. Ja, doch, muss man zustimmen. Richtig, die passt irgendwie. Ich meine, der Englische, dieses Mal haben sie es mit Englisch gefällt, weil ich meine, der Englische klingt gelangweilt und alles andere als passend. Es ist ja auch eine deutsche Firma, ne? Richtig, deutsche Firmen können keine englischen Leute engagieren, haben wir gerade festgestellt. Ready, Marcel, du bist wieder Horst. Nein, wir werden jetzt die Aufnahme beenden und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.